Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen neuen DM-Haul. Ich war mal wieder beim DM-Shoppen und es ist ein bisschen was zusammengekommen, nicht viel. Aber trotzdem würde ich euch gerne zeigen, was ich diesmal wieder mitgenommen habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir zuerst mal mit zwei Haushaltsprodukten an. Und zwar habe ich mir wieder von Denkmit die feuchten Allzwecktücher mitgenommen. Und die sind jetzt in Zitrone und Grapefruit. Und ich mag diese Feuchttücher wirklich sehr, sehr gerne, um einfach irgendwelche schmutzigen Flächen abzuwischen. Und das geht damit auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Und ich finde die einfach sehr, sehr gut. Und deswegen kommen die auch immer wieder mit. Und dann habe ich auf Empfehlung diesen Schwamm hier gekauft. Und zwar ist das ein Geschirr- und Topfreiniger mit Spülmittelspender. Das bedeutet, ihr macht hier unten Spüli rein und dann kommt das automatisch in den Schwamm rein. Und das ist halt super praktisch und geht total einfach. Deswegen habe ich mir den hier auch mal mitgenommen, um das Ganze mal auszuprobieren. Dann musste wieder eine neue Handseife mit und da habe ich mich jetzt für dieses Exemplar hier entschieden. Das ist von Balea, die ist Schaumseife, tropisches Paradies, blumig, fruchtiger Duft. Und ja, schaut euch einfach mal die Verpackung an. Die muss auf jeden Fall in jedem Badezimmer stehen, weil es einfach super nach Sommer aussieht. Und ja, hier sind 250 Milliliter drin und fand ich, riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann ist mein Duschschaum von Balea leer gegangen und das ist dieses hier und zwar Vanilla Cream mit Vanille und Orangenduft. Dieses hatte ich schon mal und ich war super begeistert von der Pflege, von dem Duft und deswegen habe ich mir das wieder mitgenommen und hier sind 200 Milliliter enthalten und ja, bin ich wieder happy, dass ich das wieder in der Dusche habe. Dann mussten wie immer meine geliebten Balea 3 Klingen Einwegrasierer mit und das ist jetzt diese schöne Verpackung hier geworden und es ist wieder mal eine Limited Edition. Hier sind 8 Stück drin und sind auf jeden Fall immer meine Lieblinge und deswegen kommen die auch immer wieder mit. Dann passend zu dem Duschschaum, was ich euch gezeigt habe, habe ich mir auch nochmal die Bodycreme mitgenommen, also das Bodyschaum in Vanilla Berry, pflegt mit Aloe Vera und Panthenol mit Johannisbeeren und Vanilleduft. Und das ist halt einfach zum Sprühen, ein Schaum zum Eincremen und das vereinfacht auch die Anwendung sehr, sehr gut und deswegen habe ich mir das auch nochmal nachgekauft. Dann ist mein Nagellackentferner wieder leer gegangen und da kaufe ich mir ja immer diese große Packung von Ebelin, acetonfrei mit Mandelduft in 200 Milliliter und ja, bin ich super begeistert, brauche ich immer für Nägel zu lackieren bzw. zu entlackieren und mit dem bin ich auf jeden Fall immer noch sehr zufrieden. Dann musste auch auf jeden Fall mein allerliebstes Deo wieder mit und zwar ist das dieses hier von Impuls, das Vanilla Kisses. 0% Aluminiumsalze und ja, das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Hier sind 75 Milliliter drin und das habe ich mir zweimal als Backup mitgenommen, weil ich es einfach immer da haben muss. Weiter geht's mit einer sehr beliebten Maske und zwar ist das diese hier, die Balea Soft & Clear Anti-Pickle Peel-Off Maske. Das ist die schwarze und von der bin ich auch super begeistert und deswegen habe ich mir die dreimal mitgenommen, weil sie einfach wirklich sehr, sehr gut ist und ich die auf jeden Fall empfehlen kann und ich werde mir die auch auf jeden Fall immer wieder kaufen, solange es die noch gibt. Dann kommen wir jetzt zu drei Haarprodukten. Da bin ich ein bisschen ausgerastet und habe als erstes von Pantene Pro-V das neue Micellen- und Reinigungsshampoo mitgenommen. Ohne Silikone, sanfte Reinigung mit Micellenwasser. Und das fand ich wirklich sehr interessant, weil es gibt ja schon das Micellen-Reinigungswasser fürs Gesicht. Und jetzt gibt es eine Kollektion mit Shampoo. Hier steht auch neue Kollektion drauf. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt für schnell fettendes Haar. Das habe ich jetzt zum Glück nicht, aber ich dachte mir, das kann man trotzdem mal ausprobieren. Dann habe ich mir noch ein Shampoo von Nivea mitgenommen und zwar ist das dieses hier. Ein Pflegeshampoo, Reparatur und gezielte Pflege. Erkennt geschädigte Haarpartien und repariert sie gezielt. Das fand ich wirklich sehr interessant, ob das überhaupt funktioniert. Und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ja, das ist für strapaziertes und geschädigtes Haar natürlich. Und bin ich mal sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie es hier auf der Verpackung steht.
Und dann kommen wir zu meinem liebsten Haarprodukt. Und zwar ist das auch von Pantene Pro-V. Die Schaumpflegespülung Volumen Pur für feines und plattes Haar. Da habe ich schon viele Meinungen zu gehört, die damit sehr unzufrieden waren, weil es angeblich halt kein Volumen gibt. Aber da habe ich halt auch gesehen, dass die Anwendung falsch gemacht wurde. Und zwar soll man das halt auch im Ansatz anwenden, wo dann überhaupt das Volumen zustande kommt. Und das sieht man auch überall in der Werbung im Fernsehen. Und ja, ich bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden und habe mir das jetzt auch nachgekauft. Luftig, leichte Pflege, ohne zu beschweren. Und ich bin super begeistert. Es riecht auch sehr gut und deswegen habe ich mir das auch nochmal nachgekauft. Und hier sind 180 Milliliter enthalten. Und das hat bei mir wirklich sehr, sehr lange gereicht und ich bin einfach super zufrieden. Dann kommen wir zu einem kosmetischen Produkt und zwar habe ich mir von Catrice die Liquid Camouflage High Coverage Concealer nachgekauft. Der ist nämlich bei mir leer gegangen und da habe ich mir jetzt die 005 Light Natural mitgenommen. Den mag ich natürlich auch sehr, sehr gerne und deswegen musste der auch auf jeden Fall wieder mit, weil meiner leer gegangen ist und der muss auf jeden Fall immer da sein. Und dann kommen wir schon zu den letzten zwei Produkten und die habe ich nur durch Zufall gesehen. Und zwar war das halt ein mega Schnapper. Und zwar geht es hier um die Catrice Icon Nails. Die haben vielleicht auch schon einige von euch gesehen. Das sind die neuen Catrice Nagellacke, die glaube ich pro Stück 2,95 kosten. Und ja, hier hat man halt ein Set bekommen. Kaufe eins, bekomme eins gratis und das fand ich einfach super genial und musste dazu schlagen. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche Farben ich nehme. Deswegen habe ich mir beide mitgenommen. Und ja, das ist einmal hier das Set, ist die 18 Beetle Juice und 19 Johnny Deep. Und dann haben wir hier diese rosa Fraktion in 34 For the Very First Time und 36 Ready to Grape Off. Und ja, es sind wirklich zwei wunderschöne Sets und konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Und das war einfach ein richtig toller Schnapper. Ja, meine Lieben, das war es auch schon mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss!